Neuer Shop sollte sich jetzt hier in ungefähr 20 Sekunden aktualisieren, aber bevor sich aktualisiert, gerne wieder Like sprengen, Kurs geht raus für euren Like-Support und ganz, ganz wichtig, falls ihr neu da seid, gerne, gerne Kanal abonnieren. Kuss geht raus für den Abo-Support. Ich bin mal gespannt, ob sich die Marvel-Items erweitern. Ich finde die Dinge zwar cool, aber können eventuell mal verschwinden und gegen neue Dinge ersetzt werden. Ich denke, wir bekommen heute wieder was Neues und wieder was Seltenes. Und ich lasse mich ansonsten gerne überraschen. Aktualisiere dich. Let's go rein in den Shop. Was haben wir hier? Wir haben... Klar, war ja klar, dass die weiterhin bleiben. Scarlet Witch bleibt weiterhin im Shop. Du bleibst weiterhin im Shop. Die nice Pickaxe passt übel zum Skin. Starlet auch sehr, sehr nice. Der Skin, der Gleiter ist so oder so crazy. Auch wenn der verdammt groß ist, aber ich finde die irgendwie cool. Ich finde die cool. Was haben wir hier? Oh. 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 Ja. Ja. Muss ich muten wegen Copyright? Aber ja, ja. Ist wieder so ein typischer TikTok-Dance, würde ich sagen. Und relativ bekannter Song. Das ist jetzt hier der Dance. Ja, ja, werden sich bestimmt einige von euch holen. Und falls euch das holt, gerne, gerne meinen CC benutzen. Einmal hier einfach F-E-R-J-S und hier eingeben. Ganz genau so, wie ich das schreibe. Suchen drücken, abbrechen drücken. Kuss geht raus an all die mich immer supporten. War das nicht schon... Warst du nicht gestern oder so schon drin? Ich glaube, die wurde gar nicht aus dem Shop geschmissen. Oder vorgestern, irgendwie sowas. Ja, die kamen hier so ein bisschen umdesignt, finde ich schon heftig. Aber das animiert sieht cool aus. Aber ich meine, in-game könnte es schon ein bisschen stören. Ja, und das Ganze kann man auch ausschalten, aber an sich cooler Skin. Man kann hier so ein paar Farben einstellen. Mit dem Animierten sieht es schon crazy aus. Aber safe stört es ein bisschen. Falls ihr den Skin besitzt und damit spielt mit der animierten Version, erzählt mal, ob das stört oder nicht. Es verschwindet nach einer Zeit und ist dann nicht mehr so krass am Start. Das... Weiß ich nicht, also wenn es die ganze Zeit so aufploppt und wieder verschwindet nach einer relativ kurzen Zeit, dann könnte es nervig sein. Aber wenn es so bleiben würde, so. Oder nach jedem Kill kommt es. Das wäre auch interessant zu wissen, ob das hier nach jedem Kill kommt oder nicht. Das wäre cool. Nach jedem Kill kommen diese Teile raus. Oder steht es hier, warte mal. Ah, oder? Wenn sie sich bewegt. Hm... Bei Eliminierung und ihr folgt eine Flammenspur, wenn sie sich bewegt. Okay, irgendwas mit Kills soll auf jeden Fall passieren und wenn sie sich bewegt. Aber dann ist es ja immer da. Ja, Lego-Variante ist richtig trash. Backpack ist wirklich cool. Kann mit guten Skins kombinieren. Spitzhacke ist auch nice. Aber ich meine, die war auch schon da gewesen. Und der Gleiter war zu 100% auch da gewesen. Safe, aber der ist cool. Kann man auch in den ganzen Farben einstellen, so wie den Skin. Aber das Emote war nicht im Shop da gewesen. Das Emote ist cool. Für 200 V-Bucks machen wir nichts verkehrt. Und das ist auch nicht schlecht. Schattentraining. Ja, das ist cool. Und vor allem sind sehr, sehr alte Emotes. Dann haben wir hier... du bist wieder zurück. Der kommt ja gefühlt eh immer in den Shop rein. Gibt es hier reaktiv, also leuchtend, nicht leuchtend und in der dunklen Version. Ich finde irgendwie die dunkle Version, die ist irgendwie die beste. Keine Ahnung warum. Und dieses strahlende Gold. Das Gold finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, Lego-Skin, der sieht verdammt gut aus. Also der Lego-Skin, der ist, ja, der ist fresh. Der gefällt mir gut. Backpack, naja, kann ich schon mal spoilern. Es wäre geil, wenn ich jetzt schon spoilern könnte, wegen seltenen Sachen. Oh yeah, oh yeah, Ja, Okay, da wird's sehr interessant gleich. Sehr, sehr interessant. Aber bevor wir uns das Interessante anschauen, schauen wir uns erstmal die interessanten Dinge an. Gleiter, auch hier natürlich, in der etwas leuchtenden Version, in der matten Version, nicht reaktiven Version, wie auch immer, und in der Version. Gleiter sieht cool aus, aber würde ich jetzt nicht spielen. Der Skin ist richtig nice. Vor allem seine Pickaxe, ich weiß nicht, ob die jetzt im Shop drin ist, aber seine Pickaxe ist crazy. Der Skin ist cool. Lego-Variante richtig, richtig geil gemacht. Ich finde seine Lego-Variante irgendwie besser vom Look her, wie den hier. Aber den Skin finde ich auch nicht schlecht. Backpack finde ich auch not bad. Ist nice animiert. Spitzhacke ist sogar drin. Crazy, die ist heftig. Die ist zwar groß, aber die macht schon richtig Spaß, mit der rumzuspielen. Ja, ist cool. Weiter geht's mit... War das selten gewesen? Boah. Ey, wartet mal. Ey. Halt, stopp. Warte mal. Wir müssen hier kurz die Seltenheit gleich durchgehen. Ja, du warst nicht selten. Nee. Also, kurz die Seltenheit durchgehen. Dieser Skin hier, der war 45 Tage nicht im Shop, 111 Tage nicht im Shop,
45 Tage nicht im Shop, dann 125 Tage nicht im Shop da gewesen, die Spitzhacke. Einklang 35 und einmal dieses Emote hier, Adler. Ja, 47 Tage. Der Stuff hier war ja schon gestern komplett neu da gewesen, also nicht, hat sich nichts geändert, ist alles gleich geblieben. Nicht neu dazugekommen, sind aber coole Sachen, muss ich sagen. Vor allem das hier, der Skin ist so cool, ist übrigens Remake vom Glow Skin. Ja, coole Skins, kann man machen. Dann geht es hier weiter mit diesem Skin hier, mit dem Orin Skin, der ist cool. Der ist nice, der hat so diesen Anime-Look, der ist cool. Lego-Variante finde ich jetzt nicht so geil, war der irgendwie selten gewesen. Okay, ja, minimal 125 Tage alt, ist aber jetzt nichts krass Seltenes. Backpack ist in Ordnung. Spitzhacke ist... Spitzhacke, muss ich sagen, ist cool. Cooler Sound, cooles Aussehen und 125 Tage nicht im Shop. Der Skin ist komischerweise auch schon gestern drin gewesen. Hier hat sich nichts geupdatet. Der ist halt schon seit gestern da gewesen. Skin ist okay. Das ist ein crazy Skin. Das ist echt ein verrückter Skin. Der war 191 Tage nicht im Shop und ist auch somit das, ja, das seltenste Item von heute. Von der Seltenheit her zumindest. Skin ist crazy. Lego-Variante nicht so geil. Backpack ist sehr, sehr nice. Ja, Backpack ist richtig, richtig gut gemacht. Und der Gleiter ist auch richtig, richtig geil. Der ist 191 Tage genauso selten gewesen. Was heißt selten? Genauso alt gewesen wie der Skin. Der Gleiter ist wirklich sick. Aber es hört nicht auf mit neuen Sachen. Wir müssten noch was Neues im Shop haben. Family Guy bleibt weiterhin unverändert. Und zwar haben wir tatsächlich ein neues Auto reinbekommen. Was kostet dieses Auto hier? 2.500 V-Bucks, weil ich glaube, das Auto hat die Seltenheit blau. Und das ist Seltenheit grün. Wo sieht man das nochmal? Ah, warte mal. Wenn man aufs Auto klickt. Genau, hat die Seltenheit selten. Und das hier ist ungewöhnlich. Deswegen... Ja, kostet es 1.500 V-Bucks. Ihr bekommt hier natürlich das Auto. Ihr bekommt einmal diese ganzen Muster. Ja, okay. 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 Das Auto haben wir erst gestern besprochen im Stream und es ist einfach direkt rausgekommen. Okay, für 1.500 V-Bucks gibt es jetzt auch hier ein neues Auto. Dann, ich meine, habe ich doch irgendwas verpasst vielleicht. Nochmal kurz abchecken. Ob irgendwas... Ja, okay. Wir gehen jetzt mal kurz den restlichen Shop durch. Dieses Auto ist so heftig. Also wirklich von vorne sehr, sehr böse. Musikpakete. Hier ist immer sehr, sehr schwierig zu erkennen, ob sich überhaupt was getan hat. Aber ich würde jetzt sagen, auf dem ersten Blick kann es sein, dass dieser komplette Bereich dazu gekommen ist. Das kann gut sein. The Weeknd zahlt immer noch fleißig seine Shopmiete. Und es gibt anscheinend einen kleinen minimalen Shopfehler. Die ganzen Ikonen-Skins, die vor ein paar Tagen drin waren, sollten eigentlich heute rauskommen, sind aber anscheinend wieder nicht drin. Also, falls die ganzen Ikonen-Skins heute im Laufe des Tages reinkommen sollten, dann sind die halt drin und sind gerade nicht drin, weil es ein Fehler ist. Ansonsten, checkt auf jeden Fall das Video von gestern ab. Neues Update, es hat sich mal wieder einiges geändert. Checkt ganz genau dieses Video ab. Ich denke mal nicht, dass ich heute live auf YouTube bin, sondern live auf Twitch. Einmal bei Twitch Fails eingeben, dann findet ihr ganz genau meinen Channel. Folgt mir da gerne. Ansonsten, Beschreibung abchecken, wie ich hinter euch das Ganze euch hier zeige. Für günstige Spiele, PSN-Karten oder hier günstige Spiele. Hier bekommt ihr echt alles günstiger, das ist crazy. Und ansonsten, kommt in die WhatsApp-Gruppe rein. Noch 10 Leute fehlen ungefähr. Dann sind wir die 6.000. Und falls ihr bisher geguckt habt, dann kommentiert einfach. Was kommentiert hier einfach? Kommentiert einfach liken.